wie ihr seht, sind wir heute mit dem... Ganz kurz. Wir machen den Bruchstein mal zu. Nee, das ist authentisch. Wenn es stinkt, muss man lüften, so sieht's aus. Ja, hallo Freunde. Wir sind diesmal mit dem Dudi, schrägstrich der Ausleger, unterwegs. Er hat uns ja quasi zu sich eingeladen auf eine kleine Tour. Genau, und was wir so vorhaben und weiteres, erzählst du am besten mal selbst. Okay, ja, also wir fischen jetzt hier an einem Hausgewässer. Momentane Aktion oder Situation, 24 Grad ungefähr, Tendenz steigend, Wasser eher fallend, würde ich sagen. Trotzdem haben wir noch ein bisschen mehr Wasser. Ich würde sagen, wir machen es klassisch, wir sind jetzt ein bisschen mitten in der Laichzeit. Wir werden auf jeden Fall erstmal klassisch Buhn anfischen, definitiv. Wir werden die Polder zumachen, mit abgespannten Montagen werden wir auch mal versuchen. Und was wir versuchen wollen, ist auf jeden Fall die Knochenmontage. Mal was anderes, das werden wir euch dann auch noch zeigen, wie man das benutzt, wann das Sinn macht. Und das ist erstmal die Situation. Erstmal zusammenfinden, ein bisschen angeln. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage länger alle. Und versuchen uns auch regelmäßig mal wenigstens ein, zwei Mal im Jahr zu sehen. Also unser Vorgehen, gerade in der Laichzeit, werden wir öfters gefragt, ob wir da irgendwas verändern an unserer Fischerei. Im Prinzip eigentlich gar nicht, weil wenn der Fisch laicht und über seinem Nest sitzt, dann tut er in der Regel sowieso nicht fressen und dann soll er auch sein Laichgeschäft fertig machen, weil wir sind ja auch an dem Nachwuchs später mal interessiert. Das ist so eine Sache, also Laichzeit, man kann da auch angeln, man kann da auch fischen und man wird in der Regel eh die Fische fangen, die schon fertig sind oder noch nicht angefangen haben. Insofern sehen wir das eigentlich entspannt. Richtig. Fische, ich gehe davon aus, dass wir bestimmt was fangen. Ja, kriegen wir schon hin. Genau. Okay, los. Packen wir's. Wir haben jetzt folgende Situation, wir haben so ein bisschen Hochwasser bekommen und schöne Bereiche, die überspült sind, also Stillwasser quasi, und die sind recht flach und die möchten wir jetzt beangeln. Wir sind jetzt quasi im Ausland, hier dürfen wir mit Köderfisch angeln, also setzen wir hier den Knochen ein. Prinzipiell eine ganz einfache Geschichte, der Knochen treibt auf der Oberfläche und kann sich um seine eigene Länge im Radius drehen. Ja, der Knochen ist jetzt, ich glaube, 1,50 Meter, sprich der Köderfisch, der dann da dran ist, kann in 3 Meter Radius seine Kreise drehen. Ja? Die liegt dann so auf der Oberfläche. Hier am Tangleboom bzw. Upliftboom kann ein Blei oder ein Stein gefischt werden. Das wird dann auf Spannung gebracht, so dass es auf der Oberfläche steht und kann dann quasi radial seine Kreise ziehen. Ich möchte jetzt wirklich nur an der Oberfläche angeln, also wirklich unweit der Oberfläche. Insofern habe ich ein recht kurzes Vorfach von 50 cm. Wird hier einfach in diesen Spiralwirbel da eingedreht und das war's. Wenn ich den lege, prinzipiell, ganz wichtig ist beim Knochen, wenn ich den lege, immer in Fahrt, damit sich nichts verdüdeln kann, dann wird der Stein geschmissen und ich sag mal 10 Meter später hänge ich mir noch einen Stein ran, den habe ich schon vorbereitet, aber mit einer 25er Reißleine wirklich nur zum Absenken quasi, dass der Köderfisch nicht in die eigene Schnur rein kann. Ja, den hänge ich dann einfach in die Hauptschnur rein und fertig. Ganz einfache Geschichte. Ansonsten gibt es da nicht viel zu beobachten, ganz normales Kombi-Rig mit Mono. Ich habe eine grobe Ahnung. Also das sind 5 Meter hier. Jo. Geht weiter und weiter. 5,5 haben wir jetzt. Wahnsinn. Was soll ich denn hier vorne legen? Der Eingang?
fischen die Seerosen am Eingang. Auch interessant. Also ich lege jetzt den Knochen hier in die flache Bucht rein. Wir haben hier ein Totholz hinter uns. Da möchte ich, dass der quasi aneckt und in der Bucht quasi, die schließt ab mit so Seerosen. Und das ist schon ziemlich interessant. Der Eingang von der Bucht ist nur ein Meter und dahinter geht es wieder runter auf 2,5 fast. Ist ganz nett. Jetzt muss ich erstmal die Position halbwegs finden. Ganz wichtig beim Knochen, wenn wir den auslegen, dass wir das alles in so einer leichten Fahrt machen. Ansonsten vertüdelt sich das alles. Ja. Also, jetzt lege ich mir erstmal den Köderfisch zurecht. Leg den Knochen. Dann kommt der Stein hinterher. Und jetzt fahren wir in Ruhe weiter. Ganz wichtig, wir müssen jetzt gleich nochmal einen zweiten Stein legen. Den habe ich mir auch schon vorbereitet. Dazu nehme ich mir einfach die Schnur. Die lege ich jetzt kurz vor den Eingang, so 10 Meter dahinter. Die klippe ich jetzt einfach hier ein. Schau, dass es passt. Ja, hier komme ich kurz vor den Eingang, lege mir den Stein nochmal zurecht. Und das war's. Also eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist hier immer in Fahrt auszulegen. Ja, und das war's. Schauen wir mal, was es bringt. Leute, die erste Nacht ist überstanden, mitten in der Laichzeit des Wallers, und wir hatten viel Aktion. Ein Fisch ist gekommen letztendlich, kein schlechter, wie man sehen kann. Der Fisch ist völlig übersät von Laichspuren, ganz frisch. Es geht vom Schwanz bis zum Kopf hoch, also echt heftig. Die Jungs haben zu tun, und ich denke, dafür ist das Ergebnis jetzt erstmal kein schlechtes. Gefangen auf ein kleines Tauwürmbündel. Direkt am Buhnenkopf, weiß nicht wie tief war das, 4 Meter, 4,5 Meter, direkt am Kopf. Ja, so kann es funktionieren. Und ich würde sagen, der Kleine darf weitermachen. Guckt euch mal den Prachtkerl an. Also das ist mein kleinster, den ich überhaupt gefangen habe. Der hing wahrscheinlich die ganze Nacht an der Montage. Wir haben das gerade beim Ruten reinholen gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also ein ganz kleiner, süßer Kerl.
Der geht natürlich jetzt auch schnell zurück. Richtig geil. Diese Maserung immer so geil, diese Kratzer, die hier drauf sind. Am Fluss. Der Dudi hat uns schon gestern Abend verlassen oder gestern früh. Der hatte in seiner Firma einfach noch viel zu tun und musste wieder los. Wir haben noch eine Nacht gemacht. Wir haben Pfingsten. Jetzt ist quasi Pfingstmontag. Wir packen jetzt zusammen. Es war wahrscheinlich mitten in der Laichzeit. Zwei Fische haben wir gefangen. Der Chris hat leider keinen Fisch zu Gesicht bekommen, weil der erst in der zweiten Nacht zu uns gestoßen ist. Aber so ist es nun mal. Was gemacht hat es trotzdem, wie immer. Und ja, wir beladen jetzt die Boote und dann geht's zurück Richtung Heimat. Ja, wird auch noch dazu sagen. Genau. Ihr könnt euch freuen auf das, was kommt. Wir starten nächste Woche, also die Woche, wahrscheinlich noch eine kleine Aktivtour. Und der nächste Ansitz bei uns in der Heimat ist auch schon geplant. Ich denke, da kommt jetzt wieder einiges. Genau. Okay. Bis dahin. Tschüss.